Ei, ei, ei. Willkommen zurück zum Mega Man X5. Weiter geht's. So. 10 Stunden haben wir noch Zeit. Uiuiui. Da müssen wir uns echt dran halten, was die Zeit betrifft. Nicht, dass alles am Ende umsonst war. So, uns erwartet der nächste Boss. Das ist Dark Dizzy. Bin immer gespannt, was da drauf hat. Ist der so ein Vampir-Typi? Ready? Jo! Oh. Alina, ne? Die ist nervig. Ich merke gerade, ich bin noch so ein bisschen angeschlagen und es tut mir leid. Oh, muss ich gerade mal ein bisschen runterregeln. Ein bisschen zu laut, glaube ich. So. At the first glass, it may seem to be an ordinary planetarium, but in the truth, it is also a space laboratory. Why didn't you abroad a fuel tank for a space shuttle? But before you do that, there is something strange about the planetarium. So the Sigma virus has already pulled this facility too. Your visits to the planetarium will be very interesting, I guess. Ja, wir sind in einem Planetarium, was... sorry. Eigentlich habe ich überlegt, na, lass es Mega Man Aufnehmer sein. Aber ich hänge auch noch schon ein bisschen hinterher, was das Zeitmanagement betrifft. Aber ich hatte mal wieder Bock, deswegen... Ah, okay. Na, ich merke, ich laufe langsamer. So, das war nur ein Lag. Ja. I'm picking up a Maverick reading at a constellation. Watch out. Okay, da ist jemand. Ja. Yeah. Ist es Absicht, da um das Spiel zu hängen? Ich weiß es nicht. Das irritiert mich gerade ein bisschen. Wow. Weiter. Oh, da kann man einfach instant sterben. Warum eigentlich nicht? Ich glaube, Minister hinten rallt, werde ich langsamer. Ich glaube, das ist der Trick dahinter. Geh kaputt. Oh nein, die wieder. Bitte. Ja, ich glaube, es hat was damit zu tun im Hintergrund. Man sagt, man hat die Spieler flüssig. Gerade gefragt, ist das jetzt ein... Oh Gott, nein, nein, nein. Bitte. Weg, weg, weg. Damage Boost. Einfach hier durch. Oh Gott. Mm-mm. Ah, die lassen die Stacheln fallen. Okay. Alles klar. Miau. I guess you need to get on the lift. It is unstable, but there's no other way. Ja, wir müssen da drauf, aber... Das ist unsicher, aber wir haben keine andere Wahl. Oh shit. Ja, wir müssen das schaffen. Watch out for the track. It isn't moving on the right course. If you sense any danger, jump to the nearest place as soon as possible. Ja, wenn etwas passiert, sollen wir schnell rüberspringen. Oh Gott. Oh Gott. Nein, 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 nein. Oh Gott, nein. Was? Hilfe. Ach, der ändert die Richtung, okay. Ne. Nein, nein, nein. Oh Gott. Boah, dass die einfach random auftauchen, ne? Ja, klar. Ah. Das ist mein letztes Leben jetzt. Zum Glück starte ich wieder hier. Dass man so langsam wird, das ist auch ein bisschen... Das ist ein bisschen gemein. An dem Freund vorbeikommen, das war es auch nur der liebe Gott. Au. Nein. Rüber. Hä? Ah ja, okay. Okay. Wir haben ja getrickt. Mhm.
Sehr gut. Oh. Jetzt wollte ich gerade springen, ne? Nein. Diese Verlangsamung macht mich echt fertig. Die ist schlimm. Ja, was mit Emir ist? Keine Ahnung. Au. Stirb, stirb, stirb. Und ich die... Ja, au, 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 au. Super. Ich gefragt, ob ich die mit irgendeiner Waffe vielleicht kaputt kriege. Aber mit dem X-Blaster geht das eigentlich auch ganz gut. Ein bisschen Damage kassieren ist ja nicht schlimm. Aber ich habe ja noch ein bisschen was über. Aber... Nein, nein, nein. Ja, ja. Alter, diese Fledermäuse, die sind die Pest. Ich sitze nicht richtig. Ja, ich meine, das ist kein guter Tag für Mega Man. Für mich auch nicht. Okay. Oh, oh. Ach, ihr als... Hol ihm jetzt nicht zweimal nach vorne und drücke, macht er auch einen Dash. Deswegen darf ich da nicht zu stürmisch sein. Okay, jetzt. Warten. Ja, ja, habe ich. Aber ich kann da nicht hoch, oder was? Ja, das ist ja richtig frech. Das ist frech. Das heißt, ich muss auf dem Ding bleiben und mich quasi so ein bisschen ducken. Naja, du als, ne? Naja. Was ist das überhaupt? Das Laser. So nicht, Freunde. Okay, jetzt müsste ich rein theoretisch darauf mich ducken. Das klappt. Ja. Okay, was kommt jetzt noch? Da ist ein Energy Tank. Frage ist, wie komme ich da dran? Aber das reicht nicht. Ich meine, so werde ich zwar langsam, aber das erklärt nicht, wie ich da hochkomme. Gucken, vielleicht bringt ein aufgeladener Schuss was. Ah, das ist... Okay. Es passelt Energie runter, aber das war's auch schon. Mal gucken. Ah, nee, das ist ein Schutzschild. Gucken, was haben wir hier? Eis. Ah ja, okay. Vielleicht ist das von Vorteil. Gucken wir mal. Ne, die bleiben aber nicht da. Ich glaube, ich muss den Energy Tank wann anders holen. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Nein. Das geht so nicht. Schade, ich hätte den Energy Tank gerne mitgenommen. Ja. This is the Gravity Reverse Device. It can control the gravity and turn it upside down. Of course, you may be able to take advance of a lift. Ah, das heißt, damit können wir die Gravitation ändern. Jetzt sind wir quasi an der Decke. Mhm. Okay, ich meine, durch diese Dinger müssen wir durch. Das ist ja jetzt nicht so tricky. Geht eigentlich. Dann nur auf diese Dinge aufpassen, damit die uns nicht zermapschen. Die Teile hier. Oh, das ist ein Herzcontainer. Scheiße. Das heißt, ich muss das Ding... Warte mal. Ja. Genau so. So wird's gemacht. Nee, ich muss dann quasi die Richtung ändern.
Und dann, nachdem ich die Richtung geändert habe, schnell wieder. Schnell nach vorne, bevor die Dinger runterfallen. Aber es war hier noch nicht. Ich glaube, der nächste war es erst. Nee, der, ich glaube, der war es auch nicht, ne? Was auch immer der macht. Ich glaube, der war es. Okay, jetzt schnell. Nee, ich glaube, das funktioniert zeitlich gar nicht. Oder ich muss zurück. Nee, zurück geht gar nicht. Scheiße. Okay, das ist ein bisschen tricky, als ich dachte. Kenne die vorhin eigentlich noch, die sind ja aus Mega Man X3, ne? Nur in einer anderen Form diesmal. Ein paar Gegner hat man schon mal irgendwo irgendwann mal gesehen. Jetzt geht kaputt. Sterb bald. Virus. Achso, das ist der Virus, der mich dann kontrolliert quasi. Okay. Ich weiß nicht, ob man mir Energie abzieht, das begutachte ich nicht wirklich. So, jetzt müssen wir gucken. Hier, nicht Elektro. War das das hier? Laser. Ich glaube, Laser war es. Wir haben jetzt vom letzten Boss, dem Wissenschaftler, haben wir ja den Laser bekommen. Also werden wir den Laser auch jetzt einsetzen. Gegen unseren Freund hier. Hallo. Whish. It's been waiting for you. Hey, can you understand the urgency of our present situation? There's no time to fight. Who cares? I don't take orders from anyone. The word Sigmas means nothing to me. I'll destroy all Mavericks like you. I'm always ready. Okay, er lässt sich auch nicht überzeugen. Ach, das muss ich steuern. Ah, interessant. Homing Laser. Hä? Okay, check ich grad nicht ganz. Ah, okay. Okay, das scheint die richtige Schwäche zu sein. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, ich schieße alles daneben. Beziehungsweise lenken ist ein bisschen kacke mit dem Ding. Jetzt. Okay, ich habe keine Power mehr. Ich weiß nicht, was er tut. Okay, er schickt Fledermäuse. Ist auch nicht weniger. Und schickt zu mir. Okay, hör auf mit dem Scheiß jetzt. Ja. Yeah. Okay, besonders schwer fand ich den jetzt nicht, also viel gemacht hat er jetzt gar nicht. Gut, aber wir haben ihn geschafft. Und das ist die Hauptsache. Now loading. So, 8 Minuten nach dem Pitch haben wir gebaut. Marix zerstört haben wir 128. Schaden kassiert. Haben wir 239, haben wir einen Rang B. You get DNA data from the boss you have just defeated. From this DNA data, the special weapon has become yours. Equipped with the weapon, use the L1 or R1 button. Every enemy has a weak point. Find the most effective weapon for each enemy. Ja, das wissen wir ja. Plus, if you defeat a high-level boss,
you may be able to create not only a weapon, but other items as well. Bla bla bla, das kennen wir schon. So, Weapons und Energy. You got a dark hole. Fuel tank. Haben wir jetzt. Für das Raumschiff. Life up. With regards to Dark Dizzy, he was a Maverick created the years ago by Sigma, but you have destroyed him. Since Sigma has scared a large amount of the virus, he doesn't have any energy left to reproduce himself. Das heißt ja also, nachdem er etliche Male zerstört worden ist, hat er ja keine Kraft mehr, sich immer wieder neu zu generieren langsam. Und das nutzen wir natürlich auch zu unserem Vorteil, um ihn dann zu besiegen schlussendlich. By the way, we found a fuel tank. Now the shuttle will be able to fly to the space colony. Please return to the Hunter Base quickly. Jo. Wir speichern natürlich. Also, wir haben jetzt einen... Wir haben jetzt einen Tank, der das Space Shuttle befüllt. Und somit können wir dann zur Kolonie dann fliegen, wenn wir alle weiteren Teile noch haben. Was natürlich unser Ziel ist. I've been fighting the Sigma virus for a long time. It is the virus that causes all Reploids to transform into Mavericks. The most dreadful virus to ever exist. Why? I wonder why I'm not harmed. Instead, I feel energy growing within my body. What on earth is happening to me? I have a bad feeling about this. That's all of the report on Zero. Zero has talked Sigma several times. I believe he is the virus antibodies. It's possible he doesn't react negatively to the virus. His power output is actually growing. For the most part, the body system of X and Zero remain mysteries. I can't predict what will happen. I suggest you take measures. Keep this secret. I'll think it over. His power is growing with the virus. It's too dangerous to keep them loose. Please. At least do something about Zero, before it's too late. Ja, das hatte ich glaube ich schon mal angesprochen gehabt. Zero ist halt eine spezielle Form eines Supporters, weil Zero wurde ja quasi von Dr. Wily erschaffen. Ja, das ist jetzt kein Spoiler. Weil das sieht man quasi auch in Mega Man X4. Und Mega Man wurde ja quasi von Dr. Light geschaffen und beide haben eine gewisse Art von Komponente, die immer noch ein Mysterium ist, quasi wie so eine Art, wie soll man sagen, spezielle, ja, sie haben spezielle Parts in sich eingebaut. Und das Ganze ist halt ein Mysterium für sie, also das haben sie gerade gesagt, und ja, dadurch sind sie natürlich auch enorm gefährlich, vor allem Zero. Dadurch, dass er unter dem Einfluss des Sigma-Virus steht, beziehungsweise er nicht weiß, warum er dem Sigma-Virus widersteht. Ja. Wie wir in Mega Man X4 gesehen haben, hat Zero ja auch gegen Sigma gekämpft. Er stand unter voller Kontrolle von Dr. Wily. Nämlich mit diesem Licht, was oben in seinem Kopf ist. Aber dazu werde ich gleich nochmal, wenn ihr das wollt. Und wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr das wirklich haben wollt. Dann mache ich mal wirklich ein Mega Man Special und erkläre mal so ein bisschen die ganze Hintergrundgeschichte von Mega Man X. Und wer Zero denn eigentlich ist. Und das ist super interessant. Ich habe mir die ganzen Comics und Animes mal durchgelesen und geguckt und so. Das ist schon ziemlich geil. So, bevor ich hier noch weiter euch ein Ohr abkaue, sage ich schon mal danke sehr fürs Zusehen bei Mega Man X5. In der nächsten Folge machen wir halt mit den letzten drei Bossen weiter und dann geht's auch schon gleich zur Kolonie. Gucken wir mal. Alles klar. Haut rein. Bis dahin. Lasst mir gerne was da und wir sehen uns wieder bei Mega Man X5.